Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ich hoffe, dass es nicht so ins Mikrofon haut, weil wir sind heute mal mit dem Fahrrad unterwegs. Jetzt wird der eine oder andere sich natürlich fragen, warum fährt Peter Fahrrad? Das ist mein Ausgleich, wenn ich, ja, ich sage mal, so ein bisschen überlastet bin. Das ist im Grunde einfach nur mein Ausgleich. Und ich dachte mir, Mensch Peter, setz die Kamera auf und fahr oder nehm die Leute ruhig mit, nimm sie an die Hand und fahrt ein bisschen oder wir fahren ein bisschen. Und ja, das habe ich somit gemacht. Manche Stellen werden euch wahrscheinlich bekannt vorkommen, obwohl es ja immer wieder mal schön ist, so eine kleine Strecke fahren zu können und selbst, wenn sie ein bisschen holprig ist. Aber was soll's? Oh, da sind Schafe. Jawohl, unsere Schäfchen. Ja, die gehören einem ganz bestimmten Mann, den ich auch sehr gut kenne. Doch, kann ich schon sagen, sehr gut. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viele Schafe das jetzt waren. 3, 4. Auf jeden Fall gehen sie zwischendurch auf Reise. Zu Fuß, spazieren. Was gibt es Schöneres, so zu entspannen? Auf dem Fahrrad etwas radeln, ganz gemütlich hören, was so ringsherum alles ja zu hören gibt, sagen wir mal so. Das Einzige, was ich nicht aufgesetzt habe, na Mensch, Peter, ist eine Sonnenbrille. Weil ein bisschen Viehzeug ist ja doch unterwegs, obwohl es wird jetzt schon auch ein bisschen frischer und die Sonne geht leicht weg. Aber das ist doch mal ein Bild, oder? Ja, Sonnenuntergang pur. Peter ist als Rennfahrer geboren. Naja, vielleicht nicht ganz. Ich sehe gerade, da hinten ist noch ein Bauer auf dem Feld und pflügt. Ja, ich würde mal sagen, er pflügt. Schon Wahnsinn. Oh, ich mache mal meine Gangstufe ein bisschen höher. Hallo, so viel Energie habe ich nur auch nicht mehr. Ich bin heute ganz schön ausgepowert. Manchmal ist das eben so. Oh, schicke Hunde. Aber es ist eben so. Moin. Es ist nun mal so, dass die GoPro das ja ziemlich weit weg anzeigt. Ne? Also das ist ja Wahnsinn, in was für einen Winkel das Ganze geht. Was sehr nah ist, ist für die GoPro sehr weit entfernt. Heute funktioniert sogar mein Tacho. Ich weiß gar nicht, seht ihr das? 27 km/h? Nein, das glaube ich aber nicht. Nein, ich glaube, das passt nicht ganz. 24, das würde wohl schon eher hinkommen. Aber 27 auf Stufe 2? Nee, ich glaube, das ist ein bisschen wenig. Oder ein bisschen viel. Gut, wir fahren mal geradeaus. Ich habe mal das Mikrofon etwas umgehangen. Ich hoffe, dass das so ganz gut ist und dass der Wind da nicht so dolle reinpfeift, weil das wäre schade, wenn jetzt der Wind hier noch reinpfeifen würde.
Ne? Das versaut natürlich einen das Video sonst und das wollen wir ja nicht. Hier sind wir nämlich genau auf dem Weg, wo ich mit dem Kimco gefahren war. Und wisst ihr noch, was ich da verloren hatte? Ich sag's jetzt mal nicht. Ich habe ja auf dem Weg was verloren gehabt. Und jetzt ist hier nämlich gerade alles so schön frei. Und ich dachte mir, ich fahre einfach mal Ausschau halten. Das ist nämlich die heutige Strecke, die wir auch mit dem Kimco gefahren waren. Und ich möchte doch meinen Montagedeckel wiederfinden. Wo ist er denn? Tja, bis jetzt sieht es schlecht aus. Also wenn er hier nicht liegt, dann wüsste ich echt nicht, wo er noch liegen könnte. Aber hier sind auch sehr viele Treckerspuren. Oh, habt ihr das gehört? Hier sind auch sehr viele Treckerspuren. was gerade nicht so gut ist, weil es könnte sein, dass der gar nicht mehr existiert. Oh, hier halten wir mal an. Hier ist eine schöne Stelle. Wisst ihr, was man hier gut machen kann? Ich glaube ja. Ihr wisst das bestimmt. Genau. Man kann zum Beispiel die Nase ganz gut putzen. Was man noch ganz gut kann, naja, das könnt ihr euch denken. Genau, Pause, um eine zu rauchen. Was ich immer ganz schön finde, ist, man kann mobil sein, ob mit einem Roller oder einem Fahrrad, selbst zu Fuß. Es ist immer wieder ein Erlebnis, es macht immer wieder Spaß. Und sowas will ich mir einfach nicht entgehen lassen. Ich bin Single, ich bin alleine. Und das heißt, ich kann tun, wie ich will. Guckt euch um. Totale Stille, bis auf die Autobahn, die Schnellstraße, die hier zwischen Gebbertshagen und Salda liegt. Da hört man natürlich was. Ich weiß nicht, ob es das Mikrofon unbedingt aufnimmt, aber hier fahren, ja, so ungefähr 600 Meter weiter fahren Autos dran vorbei. Aber ich glaube, trotzdem ist es noch angenehm ruhig. Jetzt guckt ihr mal wieder in eine andere Richtung. Obwohl, ich glaube, bald ihr guckt ein bisschen zum Mond hoch. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Jetzt habe ich euch ein bisschen anders ausgerichtet. Gleich zeige ich euch mal ein Bild, wie die Sonne verschwindet. Das sieht richtig genial aus. Die Sonne steht da hinten schon fast halb hinter dem Wald. Und das ist so ein geniales Bild. Deshalb, ich habe gleich aufgeraucht, dann drehen wir uns mal und gucken uns das mal an. Wenn ihr zu Hause festsitzt oder festhängt, dann macht einfach sowas wie ich, wie ich es ja eben schon mal vorher gesagt hatte, nutzt die Zeit für euch. Genießt die Zeit, die ihr mal draußen sein könnt. Und ihr kommt mit einem richtigen, schönen Wohlbehagen wieder nach Hause. Ich hoffe, ihr könnt es so einigermaßen wahrnehmen. Da hinten geht gerade die Sonne unter. So ein Viertel ist davon noch zu sehen. Ja, nicht gerade mehr viel, wenn man das überhaupt sehen kann. Ich hoffe es. Aber ich muss sagen, die Sonne geht ganz schnell unter oder ganz schön schnell unter. Ja, und ich bin hier mal so an einem kleinen Örtchen, wo ich mal gucke, was gibt es denn hier? Hier wird es demnächst wieder Himbeeren, Brombeeren. Eins von beiden wird es hier bald wieder geben, sobald der Sommer da ist. Dann werde ich mit Sicherheit mit euch mal hierher fahren und wir pflücken uns hier das ein oder andere ab.
Und ja, ich glaube, das ist doch mal eine coole Idee, oder? Und wenn wir dann schon was gepflückt haben, dann machen wir uns einen Shake oder einen Smoothie, wie man so schön sagt. Das wäre, ja, oh, da freue ich mich schon richtig drauf. Ja, ich setze mich jetzt wieder aufs Fahrrad und wir fahren unseren Kreis hier weiter. Vielleicht finden wir ja noch was auf Anhieb, was jetzt hier rumliegt. Oh, mal gucken. Also hier sind Treckerspuren und auch Pferdespuren. Mein lieber Mann, schalt mal ein bisschen runter. Oh, hier ist aber sehr holperig gerade und richtige tiefe Krater von Spuren hier, zumindest Treckerspuren. Und da habe ich mir auch einen Weg ausgesucht. Na, hier werde ich meinen Deckel garantiert nie wiederfinden, wenn der hier verloren ging oder verloren gegangen ist. Weiß man ja nicht so genau, weil ich habe es ja nicht mitbekommen. Jetzt habe ich mich erstmal hier ein bisschen seitlich rüber postiert, dass ich hier nicht ewig durch diese tiefen Krater fahren muss. Das ist ja gefährlich. Ich bin hier eben hängen geblieben mit dem Fuß. Da war ein Busch, der war stärker als Peter. Na, wer sagt's denn? Hier kann ich wieder ein bisschen Feuer geben. Tun wir doch jetzt. Naja, mal gucken, auf was wir für eine Geschwindigkeit kommen. 22 km/h? Nee, das kann, oh, das kann aber nicht sein, Leute. Oh, Hilfe. Also Peter lernt und wird es nie lernen. Der wird immer wieder feldnackt fahren oder man weiß es nicht. Aber heute wenigstens mal mit dem Fahrrad. So, jetzt können wir Strecke machen. Nun bin ich mal gespannt, wenn ich jetzt ein bisschen schneller fahre. Oh, ich muss meine Augen halb zumachen wegen den Viechern. Wenn wir ein bisschen schneller fahren, wie die Aufnahmequalität ist. Film tue ich ja jetzt mit der GoPro Hero 4. Und ja, es ist einfach immer ein Ausprobieren. Wie weit und was kann man mit so einem Teil machen? Ja, es kommen natürlich noch ganz andere Videos. Warum lade ich das wieder bei der Scooterschraube hoch? Ihr könnt es euch denken, warum. Ich glaube schon. Ich sag mal diesmal nichts. Mal gucken, ob ihr drauf kommt. Ich muss natürlich sagen, wie jetzt das Zündapp E-Bike, das ist schon wirklich eine gute Erfindung mit einem Elektromotor. Das hilft doch ungemein. Ne? Stellt euch mal vor, ich müsste jetzt selbstständig hier treten und hier geht es ganz leicht bergauf. Dann wäre ich spätestens da oben hin. So habe ich ja eine Unterstützung. Und E-Bikes, genau wie die kleinen Scooter, diese Roller, die so in der Stadt gefahren werden hauptsächlich, das wird Zukunft haben. Das hat schon eine Zukunft. Wir sind schon mittendrin. Und da kann ich nur wiederum sagen, das ist eine geniale Sache. Aber man braucht Strom zum Laden. Das darf man nicht vergessen. Ja, Strom nimmt auch schon ein bisschen ab. Mal gucken, ob wir es einfangen können. Drei Balken. Das ist aber noch von der letzten Ausfahrt der Akku, wo ich oben an Reihersee war mit dem Livestream, was ja in die Hose ging. Umso mehr die Sonne weggeht, umso frischer wird es. Also man merkt es auf jeden Fall. Das hindert uns natürlich nicht. So, ich nehme noch mal eine Stufe mehr, noch ein bisschen mehr Elektromotor, dass ich meine Geschwindigkeit halten kann.
Das Wetter war heute so schön, dass ich richtig glücklich bin, dass ich ja mir wirklich das Fahrrad noch mal geschnappt habe und wenigstens noch mal ein paar Meter fahren kann. Kennt ihr das? Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Leute, ich habe mir einen Platten gefahren. Die Reifen sind niegelnagelneu. Das Fahrrad ist ja auch noch nicht so alt. Und Peter fährt sich ein Platten. Ich dachte, nanu, was rüttelt denn da so? Ja, Peter hat einen Platten. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ich habe den Übeltäter. Der hat seitlich drin gesteckt. Toll. Jetzt darf ich noch 1 Kilometer latschen. Aber so ein Fußgang tut ja auch wieder mal gut. Ja. Abgesehen, dass ich letzte Woche erst einen Fußmarsch gemacht habe mit euch, machen wir heute mal Hälfte, Hälfte. Ein Teil Fahrradfahren und einen Teil zu Fuß gehen. Naja, was soll's. Ja, auf den Schlauch kommt schnell ein Flicken drauf, dann war's das. Ganz weitergehen. Aber da könnt ihr mal sehen, wie scharf solche Dornen sind. Ne, und wie widerstandskräftig die sind. Das ist ja echt Wahnsinn, mein Lieber. Naja, solange der Reifen nicht von der Felge springt, ist soweit alles gut. Da sieht man, glaube ich, könnt ihr sehen, da haben wir den Platten. Und das Teil hat seitlich drin gesteckt. Ja, nicht gerade sehr dick, der Reifen, möchte ich sagen. Jetzt stellt man sich mal vor, das wäre mir auch noch da ganz hinten passiert. Ich kann von Glück reden, dass ich noch recht weit vorangekommen war, dass ich nicht ganz so weit schieben muss. Ja, Peter hat heute Glück. Er wird gezwungen, zu Fuß zu gehen. Das nächste wird Bordwerkzeug. Wenn ich dann nämlich auf der Stelle irgendwo ein Loch habe, dass ich Flickzeug dabei habe, auf jeden Fall eine Luftpumpe, was ja hier gar nicht dran ist, eine Luftpumpe mit und ein bisschen Werkzeug, um einfach mal ein Rad ausbauen zu können, weil Flicken geht innerhalb von 10 Minuten oder sagen wir mal eine Viertelstunde, dann ist man durch damit. Und so würde ich mir eine halbe Stunde Schieben sparen. Naja, jetzt ist es so, hier rechts ist ja ein Neubaugebiet entstanden, was recht schnell zunimmt. Also das wird hier zugebaut wie nichts. Das geht so schnell, man sieht jeden Tag ein neues Haus stehen. Ach, wie gut, dass keiner weiß, dass ich Schiebepeter heiße. Könnte man glatt so nennen. Jetzt stellt euch mal vor, das wäre nicht mit dem Fahrrad passiert, sondern das wäre mit dem Roller passiert. Dazu kann ich nur sagen, Glück gehabt. Und ja, wir haben schon eine gute Ecke geschafft, muss ich wirklich sagen. Mein Kopf ist komplett gerade frei und ja, ist ja auch mal was Schönes, wenn man mal an gerade nichts denken muss und einfach nur die Bewegung da ist. Mit Glück habe ich vielleicht zu Hause sogar noch einen Reifen liegen. Ich weiß nur nicht, welche Größe. Aber das soll nicht das Problem sein. Da kann ich ja mal ganz schnell drauf gucken. Aber ich schätze mal, das ist für ein 28er Fahrrad, weil das hier ist, glaube ich, nur ein 27er.
Ich muss nachher noch mal auf die Reifengröße gucken. Ich muss schon sagen, das ist echt schön hier. Hier sind wir als Kinder ständig lang gefahren, gelaufen. Ach Mann, kann sich schon gar nicht mal an alles erinnern, wie oft man hier durchgelaufen oder gefahren ist. Ja, was soll ich sagen? Wir sind auf dem besten Weg oder auf dem besten Heimweg. Jetzt heißt es nur noch, ja, ich sage mal 10 Minuten, dann bin ich zu Hause, könnte man sagen. Ja, aber trotzdem heißt es weiterhin laufen und natürlich auch schieben. Aber es ist schon eine feine Sache. Es macht immer wieder Spaß, egal was kommt. Eigentlich hätte es ja sein sollen, lieber vorne einen Platten, dann wäre ich mit dem Willi nach Hause gefahren. Aber nein, es muss hinten passieren. Ja. Das ist eben der schwere Peter. Und bin ich jetzt schlauer oder habe ich jetzt draus gelernt, Feldmarkt zu meiden? Eindeutig. Nein, ich habe nicht draus gelernt und ich werde auch immer wieder dort fahren. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde nicht solche Faxen machen. Das wäre auch langweilig, oder? Ja, so gehen wir mal an Messgerätebau Wiese vorbei. So seht ihr es nicht aus der Fahrt, sondern aus der Fußgängerperspektive. Angekommen. Das heißt, ich kann jetzt ganz entspannt und ganz in Ruhe den Reifen nochmal nachgucken. Erstmal auch sehen, ob es der Schlauch überstanden hat, weil ja, ein bisschen geratscht hat es ja schon auf dem Weg hierher, das heißt beim Schieben. Und erstmal gucken, ist der Schlauch denn noch heile? An den Manteln wird nichts groß sein, aber den Schlauch gucken wir uns noch an. Von daher hoffe ich, ihr hattet einigermaßen Spaß daran. Der eine oder andere kann sogar drüber lachen vielleicht, was ich natürlich auch kann. Ja, und somit würde ich mal sagen, rein mit diesem Fahrrad und schnellstmöglich wieder auf die Beine bringen. Jetzt, wo ich es geschafft habe, ja, kann ich ganz beruhigt noch eine Tasse Kaffee trinken und den Tag so leicht ausklingen lassen. Ich hoffe, wir sehen uns schnell wieder und ja, macht's gut. Tschüss.